Zeiterfassung und Nachweisführung muss nicht kompliziert sein. Timescan. Vertrauen ist gut. Zeiterfassung ist besser. Timescan ist eine Marke der Soft Clean GmbH. Wir haben ja glücklicherweise hier 3-4 Jungs dabei aus unserem Nachwuchsleistungszentrum, aus der Akademie, die hier reinschnuppern dürfen bei den Profis. Das ist natürlich für die Jungs eine ganz große Geschichte. Theo ist ja schon länger dabei, aber die anderen drei sind jetzt neu dabei und machen es bisher richtig gut. Wir haben natürlich eine größere Auswahl gehabt von einigen Spielern, die aus unserer Sicht das Potenzial haben, um oben mitzuspielen oder irgendwann den Schritt machen zu können in den Profibereich. Aber es ist natürlich klar, dass im Rahmen eines solches Trainingslagers nur eine begrenzte Kapazität da ist. Und da ist die Entscheidung jetzt auf 3-4 Spieler gefallen, die sich in den letzten Wochen und Monaten eben besonders hervorgetan haben und sich das auch verdient haben. Zum einen geht es natürlich darum, den Profikader auch zu unterstützen, ja, auch personell natürlich zu unterstützen. Aber für die Jungs geht es natürlich in erster Linie darum, sich zu akklimatisieren, ein Gefühl dafür zu bekommen, was es heißt, im Profibereich zu arbeiten, anzukommen. Denn unabhängig davon, wie wir im Nachwuchsbereich arbeiten, ist der Schritt in den Profibereich natürlich nochmal ein sehr großer Schritt. Und da geht es jetzt darum, dass sie in den ersten Wochen, die sie ja dabei sind, einfach mal merken, wo sie sich noch verbessern müssen, inwieweit sie schon mithalten können und auch dem Cheftrainer natürlich einen Eindruck zu geben, hier, wie weit sie schon angekommen sind. Jetzt kommt natürlich die erste Müdigkeit durch, das ist das erste Profitrainingslager für die Jungs. Und das merkt man jetzt, hat man gestern schon gemerkt. Ich hoffe, dass sie sich nach dem Regenerationstag heute wieder etwas erholt haben und vielleicht in den beiden Spielen, die noch anstehen, die eine oder andere Minute bekommen, um zu zeigen, dass sie gut Fußball spielen können. Ja, also persönlich war es natürlich sehr aufregend, als man dann den Anruf bekommen hat, dass man dann endlich am Trainingslager teilnehmen kann. Und jetzt waren bisher die Trainingseinheiten natürlich sehr intensiv. Und ja, wir freuen uns auf die nächsten Spiele oder die nächsten Trainingseinheiten. Und ja, Ruschi, sag du mal was dazu. Ja, ist natürlich eine riesen Erfahrung, hier bei den Profis mit dabei zu sein. Ist natürlich auch intensiv, die Trainingseinheiten, aber es macht auch riesen Spaß. Also ich persönlich habe einen Anruf von Herrn Ehlers bekommen. Ja, saß da gerade auf der Couch, ganz überrascht. Und ja, habe mich natürlich sehr gefreut, direkt meinen Eltern Bescheid gesagt, die sich dann natürlich auch riesig gefreut haben. Ja, ich habe ebenfalls einen Anruf bekommen, auch von der Elas, aber auch von der Piekenhagen und habe mich natürlich auch super gefreut und meine Familie auch. Und ja, das macht einen ja auch schon stolz, wenn man die Familie dann auch so glücklich sieht, sage ich jetzt mal. Die Profis nehmen einen gut auf. Klar, man ist halt der Jüngste und da muss man schon ein bisschen mehr anpacken, aber sonst wird einem das alles hier gut beigebracht. Ja, ich würde mich dem hinzufügen und natürlich ist man jetzt nicht befreit davon, die Ballsäcke zu schleppen oder ein paar mehr Sachen mitzunehmen, aber ich glaube, früher war das noch ein bisschen schlimmer, deshalb sind wir da auch noch ganz gut bedient. Also ich bin mit Theo auf dem Zimmer, da frage ich gern mal nach, wie lief es denn früher, wie ist es jetzt? Und ich glaube, uns fällt da auch direkt Rossi ein. Ja, aber es gibt auch noch ganz viele andere, die hier einen gut aufnehmen. Also Rossi nimmt uns schon sehr gut auf, aber es gibt auch noch viele andere. Ich hatte zum Beispiel schon die Ehre, mit Johnny zusammen die Erwärmung durchzuführen. Also das war auch ganz cool, mit ihm mal persönlich unter vier Augen zu sprechen. Einfach fußballerische Erfahrungen, als er selbst noch begonnen hat bei Den Haag und dann nach Frankreich gewechselt ist. Und das war mal ganz cool, von ihm persönlich zu hören. Und das nimmt man dann ja auch mit auf meinen persönlichen Weg. Gefühlt ist hier alles ein Highlight. Also allein schon mit den Profis hier zu sein, ist schon sehr, sehr schön und cool, die Erfahrung. Also ich glaube, am Mannheim, das Testspiel, wäre, sag ich jetzt mal, die Krone gewesen. So. Aber sonst ist hier alles ein Highlight.